liebe Kollegen, ich begrüße euch alle recht herzlich zur ersten Veranstaltung. Gesundes neues Jahr brauchen wir ja eigentlich nicht mehr wünschen. Wir haben ja schon bald wieder Weihnachten. Aber weil wir uns das erste Mal sehen und die Zeichen, außer die politischen Zeichen, sage ich jetzt mal, die Zeichen von der Natur und wie es draußen so aussieht, können wir ja eigentlich im Augenblick noch relativ gelassen sein. Naja, man weiß aber nicht, wenn wir so die letzten Jahre zurückdenken, wir haben ja öfter schon so einen Winter gehabt und so einen Frühjahr, der sich gut angelassen hat und was ist dann hinterher raus geworden. Deswegen, das kennt ihr auch alle, haben unsere Alten schon gesagt, nicht? Die Mäuse werden erst abends gezählt. Aber nichtsdestotrotz, und wir machen ja heute wieder die Runde, wer im vergangenen Herbst hier war, und die meisten, denke ich mal, waren ja hier, dass man auch so ein bisschen eine Fortentwicklung hat und sehen kann, was ist nun wirklich daraus geworden. Denn den größten Teil der Arbeit, für das, was jetzt dieses Jahr wächst, ist ja verhängert ja im Herbst gemacht worden. Und die Grundsteine dafür, das ist nun mal eben immer so. Und ihr seht ja auch alle unterwegs auf den Feldern, die Spanne zwischen schlecht und gut ist dieses Jahr wahnsinnig groß. Also wir haben Bestände, die wirklich gut entwickelt sind und wo man sagt, ja eigentlich viel zu gut. Aber die ganze Vegetation ist ja dieses Jahr, wann haben wir das schon mal gehabt, zum Frauentag, 8. März, dass die Forsythien anfangen zu blühen. Also ich kann mich hier in unserer Ecke irgendwann in DDR-Jahren, aber das ist jetzt wirklich ganz lange her, aber sonst kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass die Vegetation schon mal so weit war. Wobei ich sagen muss, ich habe vorgestern noch mal geguckt, bei mir Bodentemperatur gemessen, also die Bodentemperatur ist eigentlich noch nicht da. Und man sieht es auch da, wo ein bisschen besserer Boden ist, das dauert dann eben doch noch eine Weile. Das muss man jetzt wirklich sehen. Und wir erinnern uns ja alle an das vergangene Jahr, was uns ja eigentlich geholfen hat, dass der April lange Zeit noch so verhalten war von den Temperaturen her, dass sich die Bestände auch, ja, sag mal, aufbauen konnten. Sonst wäre es vielleicht noch schlechter ausgegangen, wie es ja eigentlich war. Ja, okay, der Superernte, aber war ja wenigstens noch nicht ganz so schlimm wie das Jahr zuvor, muss man ja sagen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute wieder das hier bei Horst machen können. Und schönen Dank auch für Speis und Trank, was du immer organisierst.